Und zurück im vielleicht finalen Teil meines Let's Plays Blade Runner. Wir gehen jetzt hier rüber zu Crystal. Wurde auch Zeit, dass du hier auftauchst. Wenn ich ein Nexus 6 gewesen wäre, wärst du jetzt tot. Nein, du wärst tot gewesen. Glaubst du, ich hätte dich da hinten nicht gehört? Ich bin da noch hängen geblieben. Wo ist der Mondbus? Ganz in der Nähe. Können wir jetzt endlich loslegen? Auf jeden Fall. Das wird eine heiße Nacht heute in der Stadt. Ja, und jetzt gleich nimmt die ganze Handlung wieder eine dramatische Wende, wie ich finde. Aber schaut selbst. Das gefällt mir nicht. Das riecht mir zu sehr nach Hinterhalt. Ich hab schon immer enge Stellen gehasst. Halt durch, ich rufe einen Rettungswagen. Diesmal hab ich's gründlich versaut, Cowboy. Versprich mir, dass du Clovis tötest. Ich war dir eine ganz gute Lehrerin, oder? Ja, also, das Ende meiner Meinung nach wird eigentlich immer dramatischer. Wir können jetzt hier vorne links abbiegen und Maggie! Genau, ist komm Maggie. Her, mein Mädchen. Komm schon. Ich habe am ersten Mal gewartet. Hier vorne links kann ich jemanden erschießen. Ich weiß allerdings nicht wer. Und ja, ich glaube. Weil Maggie kommt nämlich jetzt zu uns und leider Gottes. Oh Gott, wie konnten sie nur? Oh Gott, nein. Hat dir meine Überraschung gefallen, Mann? Du Dreckschwein. Sie war ein unschuldiges Tier. Sie war eine Fälschung, Mann. Eine Maschine, genau wie du. Tyrell fabrizierte sie hundemäßiger als einen echten Hund, weißt du? Das ist eine Lüge. Du erinnerst dich nicht daran, nehme ich an. Nichts von all dem Zeug, den falschen Erinnerungen. Bei dir haben sie richtig gute Arbeit geleistet. Komm raus und zeig dich, du feige Sau! Ja, da kommt er nämlich jetzt. Und stirbt, mieser Hund. Jawohl. Das ist für Maggie. So, da können wir nichts mehr machen. Wir können jetzt hier mal links schauen. Dort werden wir hier aber auch nichts finden. Wir können jetzt hier vorne lang gehen, aber... Wie ihr seht, kommen wir wieder hier raus. Das heißt, wir bleiben in dem Bild vorher. Und gehen hinaus zum Mondbus. Ja, Lieben, hier spielt sich jetzt das Finale ab. Das große Finale. Der Showdown. Hier im Mondbus werden wir jetzt eine Entscheidung treffen müssen. Aber seht selbst. Ich hab dich bereits erwartet. Ja, wir haben die Möglichkeit, ihn zu erschießen oder mit ihm zu reden. Machen wir erstmal das Zweite. Sie sind alle tot. Du bist der Letzte. Am liebsten würde ich hier einfach abhauen. Dieses Schiff auftanken und wegfliegen. Aber ich kann nirgendwo mehr hin und meine Zeit läuft ab. Du möchtest wohl, dass ich Mitleid mit dir habe. Aber nach dem, was du Maggie angetan hast, niemals. Und was ist mit dir, Ray McCoy? Nach all dem, was du meiner Familie angetan hast, meinen Freunden, suchst du nicht auch nach Vergebung? Habe ich nicht nötig. Ich hatte gedacht, ich könnte meinem Schicksal entgehen. Ich hätte die kurze Zeit, die ich hatte, auskosten sollen, anstatt auch nur eine Minute mit Vergeltung zu vergeuden. My hands are labored day and night. Ja, Freunde, und jetzt stehen wir vor der Entscheidung. Sollen wir ihn leben lassen oder sollen wir ihn töten? Meiner Meinung nach, ich bin kein gewalttätiger Mensch, um Gottes Willen, ja? Denkt das bitte nicht, aber aufgrund der Tatsache, was er gemacht hat, finde ich es... Gedichte habe ich noch nie gemacht. Tja, meine Entscheidung. Es gibt eine andere, ich weiß, aber ich finde,
er hat's verdient, wirklich. Also, es gibt Sachen, die darf man nicht machen, die sollte man nicht machen. Und ich finde, er hat viel gemacht, was man nicht darf. Und von daher ist dies meine Entscheidung. Draußen werden wir jetzt wieder ein Gespräch führen. Steele hat es also nicht geschafft. Vor 10 Minuten etwa hätte ich deine Hilfe gebrauchen können. Du hast keine Hilfe gebraucht, McCoy. Chief Bryant will dich sprechen. Er ist der Meinung, dass du jetzt wirklich so weit bist. Es hört nie auf, oder? Mhm. Jetzt bist du ein echter Blade Runner. Mit vollen Ruhestandsprämien und allem drum und dran. Du hast ganze Arbeit geleistet. Und wie kommt es dann, dass ich kein gutes Gefühl dabei habe? Keine Ahnung. Vielleicht kaufst du dir wieder ein Tier, aber diesmal ein echtes, keine Tyrell-Fälschung. Sie war keine Fälschung. Tja, wenn du das glauben willst, McCoy. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Das war's. Das war Blade Runner. Von mir durchgespielt. Den großen, einmaligen, aber witzigen NRW über 18. Ja, jetzt würde mein Fazit kommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde, auf jeden Fall, es ist ein sehr geiles Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, der gerne Abenteuer spielt, der gerne ein wenig, ja, Detektiv spielt. Man muss wirklich am Ball bleiben, also man muss hier wirklich eins und eins zusammenziehen können, man muss logisch denken können, weil ansonsten versteht man das Spiel nicht. Als ich mir damals den Film angeguckt habe, Blade Runner, ungelogen, ich habe ihn 3-mal gucken müssen, bevor ich ihn ansatzweise verstanden habe. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber von der Thematik her ist er wirklich sehr umfangreich. Und das Spiel baut ja sozusagen auf den Film auf. Und so, denke ich mal, ist es jetzt auch schön, dadurch, dass es jetzt aufgenommen wurde, auch schön, denke ich mal, auch für mich, mir das später mal anzuschauen. Einfach aufgrund mal zu schauen, wo konnte man vielleicht was anders machen oder wo hatte man vorher noch nicht drauf geachtet. Ja, und all halt diese Kleinigkeiten. Weil, wie gesagt, dieses Spiel hat eine Menge, ja, Endungen, je nachdem, wie man die Sache angegangen wäre. Diesen Clive hätten wir zum Beispiel auch leben lassen können, dann hätten wir draußen ein anderes Gespräch geführt. Letztendlich wäre es aber auf dasselbe hinausgekommen, dass wir als, ja, als Mensch identifiziert werden und dann letztendlich ein echter Blade Runner werden oder sind, wie auch immer. Und dass diese ganze Machenschaften und Intrigen dann ein Ende haben. Letztendlich, wie gesagt, habe ich mich für diesen Schluss entschieden. Entweder ihr findet ihn gut oder nicht. Wenn nicht, dann schreibt es mir. Ich bin gerne bereit, noch ein paar alternative Enden aufzunehmen und online zu stellen. Da gibt es eine Menge, so wie ich mir habe sagen lassen. Das, denke ich, ist es als solches gewesen. Ich hoffe, mein Let's Play hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Let's Play wieder ein. Abonniert mich, schreibt mir Kommentare, schreibt mir E-Mails. Ich würde mich sehr freuen. Ein kleiner Tipp von mir noch, wenn ihr mal mehr über mich erfahren wollt, auf meiner Homepage www.tom-düsseldorf.de gibt es eine Menge, ja, lustigere und ja, weniger lustigere Informationen über mich, mein Leben und allem, was dazu gehört. Schaut rein, es lohnt sich, meiner Meinung nach. Hier in diesem Let's Play ist es das gewesen. Der Abspann läuft. Meine 10 Minuten sind auch gleich vorüber. Ich verabschiede mich. Sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, NRW über 18 sagt tschüss, schönen Abend noch und adieu.